Hallo und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. Wir haben ja in der letzten Folge die Forschung des Drohnenhubs abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt hier einen bauen. Und dann da so. Dann noch gleich Strom und dann holen wir mal unseren... Warte mal. Stopp. Machen wir erstmal den hier oben. Wenn der schon hier steht, machen wir erst den hier. Drum. Halt Research complete. Ah, Extraktorenverstärkung läuft. Die sind jetzt hier? Was hat er denn für eine Range? Wie guckt ihr die Range an? Das ist ja krass. Alles klar. Ferngesteuerte Kommandeur. Komm mal hier runter. Musst du eigentlich Unhubs bauen, die übergreifend sind, überlappend quasi. Aber wie ist es dann mit dem Lager? Du kannst ja nicht... Kann ich jetzt einfach mal hier eine Ecke, hier Lager, einfach nur Lagerfläche und dann habe ich hier einen Drohnenhub, da einen Drohnenhub und hier oben einen und dadurch, dass die drei sich überlappen, greifen die dann alle auf dieses Lager zu, weil die Drohnenhubs untereinander funken und kommunizieren, oder wie darf ich mir das vorstellen? Kann man hier auch Elektroteile holen. Kriege ich irgendwann mal bessere Elektrosachen hier? Irgendwie Strom? Ich meine, es ist, der ist noch nicht freigeschaltet, der hat noch nicht erforscht. Oh. Logi-Pilze, Biom. Ach, hier haben wir zum Beispiel. Die Polymer erhöht die Stromerzeugung um 33%. Dann machen wir direkt, ey. Direkt. Was ist das? Batteriekapazität rund 50% erhöht. Das machen wir direkt auch. Instant. Okay, läuft. Da kommt das Auto. Die Batterien sind voll. Die Batterien sind geladen. Normalerweise müsste es die Stromerzeugung 5. Stromerzeugung 5,4. Erhebungsbonus 7%. Ach ja. Ach ja. Okay. Heißt es, dass wenn ich hier oben eins hinstelle, dass dann richtig die Luzi abgeht? Wäre ja mal nice zu wissen. Nice to know. Komm ich überhaupt hoch? Das wäre doch mal lustig herauszufinden. Gucken mal, was er hier macht. Gar nichts, weil da Ressourcen fehlen. Ach ja, die Elektroteile. Die Elektroteile, die er hier aufgeladen hat. Research complete.
Sector scanned. Anomaly found. Ooh, yeah. Wo denn? Ein Erkunder. Anomalie scannen. So, zack, weg. Was haben wir gefunden? Logi-Pilze abgeschlossen. Ein nicht funktionierendes Gebäude. Was haben wir denn da? Die Mediziner. Kriege ich mittlerweile eine Rakete? Also so Personal, Passagier mit Mediziner? Ja, Mediziner. Nice. Da müssen wir erstmal gucken, was wir noch brauchen. Ich will hier ungern eine Rakete verschwenden für 5 Personen. Achso, keine Spezialisierung. Bietet Wohnraum für Kinder. Ja, das ist gut. Wir haben ja. Das ist ja, ach, das ist unser Junior ist das ja. Der Marvin strahlen. Also können wir das nicht abreißen. Das wäre natürlich fatal. Was wir aber machen können, ist, wir können ihm auch noch eine Schule dahinstellen. Spielplatz, Schule. Boah, eine Schule ist riesig. Müssen wir vielleicht... outsourcen. Gerade rüber bauen, hier raus vom Markt, gerade rüber in die nächste Kuppel oder so. Ja. Jetzt alles. Komm, das eine Elektromaschinenteil, du willst mich jetzt trollen, oder? Achso, halt, Stopp, was fehlt denn eigentlich für die Dings, ne? Was fehlt? Ehrlich, ich würde hier eine Rakete landen lassen. Maschinenteile und, von allem etwas. Haben wir auch. Wachtrakete. 20 Polymer, 20 Maschinenteile. Nö. Achso, da starten. Wie lassen wir hier landen? Und wieder zurück. Wenn sie beladen ist. Da ist natürlich. Laufen, ey. Ah. Was System wir runterbauen muss. Naja, lass die Jungs das mal hier fertigstellen, da das. Fehlt ableitende Verbindung. So nicht.
komm mal hier rüber. Ja, ich weiß, ihr habt gleich keine Drohnen mehr. Häuser. Freie Wohnräume 13, freie 8. Okay. Lauber, läuft. Naja, dann. Ach, das ist auch nice, nice to know. Ich muss gar nicht entladen, die holen sich das da runter. Das ist auch nice to know. Ehrlich, das ist richtig geil. So, los Raketos. Mal her, du. Kann der hier eigentlich wieder sammeln? Gab's hier durch den Meteoritenhagel? Durch die Meteoriten, die landen. Wir haben gesehen, das eine war Polymer und ich glaube Metall und so, das landet auch hier ab und zu mal. Da ist mit. Ach, guck doch hier, das Polymer wieder geil. Oh, was ist hier? Warnung, das war krank. Research complete. Okay, ja, 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 was ist, ach das. Ich würde gerne mal Physik ein bisschen weiter voranbringen. Und eigentlich auch. Können wir eigentlich machen, das ist eigentlich nur Forschung. Domtechnik abgeschlossen, Tschüssikowski. So, the Rocket Man. Hier kommt die Rakete. Mit Ressourcen. So, Jungs, jetzt will ich was wissen. Ach. Also, was wissen, jetzt will ich was sehen, Jungs. So meinte ich das. Jungs, jetzt will ich was sehen. Kommt, auf. Den Drohnen habt ihr fertig. Mal machen, was er hier fertig ist. Ist alles miteinander verbunden. Oh, was ist nämlich auf Null? Wassertank ist voll. Wir kommen eine große Müllhalde hin. Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Oh, was? Das da, okay. Das macht nichts mehr, okay. Sector scanned. Ist halt, kann ich. Ich hätte so die nächste Frage. Kann ich das auffüllen? Weil ich habe dann so quasi den Beton. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? So, ja. Also, dann bin ich mal wieder da, ne? gibt dann an der Stelle einen kleinen Cut. War der Paketdienst. Ach, das ist auch erschöpft. Okay. Ja, dann weiß man das auch.
Logi ist erforscht. So, das weg, das weg. Ja, die Jungs tun mir leid. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die Jungs tun mir leid, ey. Komm, dann schmeißen wir den an. Der gewartet, macht hier Beton weg und vielleicht ebnet sich das dann wieder. Oder ich kann es auffüllen. Och, mit diesem Müll wäre das geil, ne? Ja, also die Jungs und Mädels, die tun mir schon leid. Oh, krass. Hey, fertiggestellt. Wupp, wupp. Was? Der ist auch erschöpft? Warum? Kannst du dir nicht vorstellen, dass zu sagen, dass das alles erschöpft ist, oder? Doch, krass. Ist auch erschöpft. Wird ausgeschlachtet. Ja, also die Jungs und Mädels, die tun mir schon leid. Ganz ehrlich. Anomaly found. Aha. Nice. Kannst du das auch kleiner machen? Ich würde das gerne kleiner machen. Gut, nice. Trotzdem. Hey, das ist nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir wahnsinnig. Hey, das ist geil. Machst du jetzt hier? Machst du Beton hin? Ja. Produktion. Mhm. Betonage-Extraktor. Machst hier einen hin? Da gerade noch einen oben drüber. So quasi. Noch ein Ding. Sektor scanned. So, müsste das jetzt mit Strom laufen? Das läuft mit Strom, sehr schön. Oh, ja. Ja, dann machen wir alles mit Beton, reißen die Dinge ab, ebnen ein, haben wir Bauplatz. Ja, dann haben wir genügend Beton. Das ist geil. Was? Wir müssen eh ein bisschen umbauen nachher. Hier das ganze Wasser, es muss umgeleitet werden, woanders hin. In zum Beispiel diesen großen Tank, der voll ist. Research complete. Ah, könnten wir das vielleicht dann abreißen später und zwei große Wassertanks bauen? Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ein nicht funktionierendes Gebäude, ja, ich weiß, die Krankheit. Die Krankheit. Heißt es. Was machen wir denn als nächstes? Forschung. Mass Crowdfunding. Das ist natürlich... Oh, was ist das hier? Bodendruck. Aha, Drohnen. Lasst mich mal ganz kurz innegehen und mal gucken, was wir brauchen.
So. Jetzt mal ganz kurz. Eine unterirdische Heizung. Brauchen wir die? Brauchen wir eine unterirdische? Brauchen wir eine? Brauchen wir denn? Frage, brauchen wir eine was? Eine Heizung? Nein, sie macht Wärme aus. Na, also steht ja da. Erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und unterstützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen. Aber Kältewellen haben wir doch so gar nicht, oder? Bin ich da? Ich weiß, bei der Auswahl des Landeplatzes hatten wir die. Aber, ja, so doch nicht, oder? So gravierend doch nicht. Oder? Hat etwas? Also wir hatten doch auch noch kein Problem damit, oder? Kälte? Ja, mit Meteoriten. Da müssten wir irgendwann mal weiter gucken, dass wir hier mit Ingenieurwesen oder Physik, dass wir die Laser bauen können. Aber so an für sich? Ja. Das lassen... Wenn wir es erforscht haben, haben wir es erforscht. Das spielt ja dann keine Rolle mehr. Hauptsache, wir können in der Physik weiter. Wir müssen sie ja nicht bauen. Das ist es ja. Wir erforschen es einfach. Zumal es so ein bisschen Erforschung ist. Ein bisschen Forschung, Erforschung. Das ist auch ganz toll. Dass wir einfach mal in der Physik weiterkommen. Und was ist hier? Die Drohnenfabrik. Stellt aus elektronischen her. Ja, können wir dann später mal. Was kostet 2700 Erforschung? Ist ein bisschen günstiger. Wir machen mal die schwerelose Medizin. Wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen aber auch hier die große Kuppel. Wir müssen ja da hinten. Ich will ja da hinten eigentlich mal eine neue Kuppel bauen. Bum, 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 bum. Neue Gebäude, Elektronikfabrik. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir die produzieren könnten. Dann müssen wir nicht immer welche holen. Wir machen aber auch erstmal die schwerelose Medizin. Doch, wir machen erstmal die schwerelose Medizin. So, jetzt haben wir wieder 5 Dinge. Jetzt lassen wir mal laufen. Die Forschung. Mediziner hätte ich ja eigentlich noch holen können oder ordern können. Wie ist es denn mit der? 4 von 30. Kann ich die heimschicken? Ach ne, die hat noch geladen. Die hat noch geladen. Ändern wir das doch mal. Dann würde ich vielleicht... Wo ist mein Transporteur? Kinder? Oh, warte mal. Da ist schon erkundet, okay. Den lassen wir mal voll machen, dann fahren wir da mal nach Hause. Was ist das? Nix. Was ist das? Könnte was werden, oder? Sieht aus wie so ein kleiner Pickel, der sich entwickeln muss. 23 von 45. 45, okay, wir machen den mal voll. Machen den mal voll mit Eisen. Dann fahren wir wieder nach Hause. Ab ist ja egal wo. Edelmetall. Können wir da mal ein Edelmetall? Produktion. Edelmetallextraktor. Ah, den setzen wir direkt drauf, oder? Ach, was soll das kommen? Der hat keinen Strom. Mal gucken. Mehr machen können. Sector scanned. Anomaly found. Hey. Das ist in Ordnung. Anomalie gefunden. Hier schicken wir den
Sekunde hängen, Anomalie scannen. Mal gucken, was wir schaffen. Bekommen. Hier ist wieder überall. Geil, geil, geil. Strom ist minus 13. Warum ist Strom minus 13? Das verstehe ich nicht. Ja, bauen wir halt mal ein paar Windräder. Wenn das halt so sein soll, bauen wir halt nochmal Windräder. Die müssen wir dann auch alle upgraden. Mit dem die Upgrade. Ja. Da würde ich aber hier oben anfangen. Quasi mit dem upgraden. Upgraden. Ich würde hier oben mit den 6 mal anfangen. So, zack. Ja. Ein nicht funktionierendes Gebäude. War, ach so, immer noch die Medizin. Ja, ich weiß. Immer nicht auf die Nische. Der Medizin. Können wir eigentlich mal eine Betonlage bauen? Research complete. Anomaly analyzed. Jawohl, sauber. Mars Crowdfunding. Können wir mal gucken, was können wir als nächstes machen? Was ist das? Produktivitätsausbildung. So Ingenieure und Geologen erhalten plus 10. Ach ja. Wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Oh ja. Okay. Das ist cool. Cool. Ah, ja. Wir warten erstmal. Wir machen erstmal weiter. Eilt ja nicht. Eilt ja nicht. Machen wir das jetzt am gescheitesten? Also eine Sache. Strom haben wir wieder genügend. Wasser wird knapp. Wir müssen diese Vaporatoren bauen. Unbedingt. Allerdings habe ich jetzt hier Müll hingestellt. Das ist natürlich auch suboptimal. Richtig suboptimal. Research complete. Unterirdische Heizung. Ja, das haben wir jetzt auch. Schön. Was haben wir als nächstes? Angepasste Sonden. Sonden sind billiger und verfügen über Tiefenscans. Ah, ja, komm. Ich will ja in der Physik weiterkommen. Weil es halt 1500 sind, nur. Ne? So, und wie machen wir das jetzt, das? So, was fehlt denn hier überhaupt noch? Hallo. Warte mal, Metall. Wo ist er denn? Er ist doch voll mit Metall. Fuck. War das? Dann soll er Sprit holen, die Rakete betanken, dass sie abhauen kann. Wie voll ist denn das Spritlager? Ja, gefüllt bis zum Bersten. Wie sie es direkt umschichten muss, andere Lager. Ding, 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 ding. Geil. Aber könnt ihr da mal bauen, so viel gescheiter. Metalle. Aber ich habe doch Metalle hier. Eben. Jetzt fährt er hier hoch, oder? Jap, 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 jap. Oh, wisst ihr, was wir hier unten machen? Hier so eine Batterie. Hier bauen wir so eine Batterie-Vaporatoren hin. Jetzt hier mit dem 14,5 jetzt. Also kommen dieses
14,4. Dieses 0,6 Metall. Wann hängt's denn jetzt? Woran hängt's? Na also. Die Drohne war leer. Der Akku von der Drohne war leer. Gut, Gebäude fertig, fast. Und zack, jawohl. Sehr schön. Weil dann können wir nämlich jetzt hier mal, was brauchen wir denn dafür? Nur Spezialisten. Was denn für Spezialisten? Und Geologen. Irgendwas aus dem Erde, aus der Erde rausholen ist Geologen. Brauchen wir 12 Stück, damit rund um die Uhr gearbeitet wird. Brauchen wir hier drin ein großes Apartmenthaus. Vielleicht auch eine Farm. Ja. Aber das, würde ich sagen, klären wir oder bauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.